Haben Sie schon immer davon geträumt, einen Tag im antiken Rom zu verbringen? Jetzt können Sie es tun, mit der Reise durch das Caesarforum. Den ganzen Sommer über bietet die italienische Hauptstadt Touristen die Möglichkeit, einen nächtlichen Spaziergang durch die Ruinen des Forums des antiken Rom zu unternehmen, die dank einer virtuellen Rekonstruktion wieder in ihrer Pracht erstrahlen. Über Kopfhörer begleitet die unverwechselbare Stimme von Piero Angela, dem berühmtesten Popularisator Italiens, die Besucher in das Innere des majestätischen Venustempels und unter die Säulengänge des antiken Forums und gibt einen Einblick in das tägliche Leben der alten Römer. Eine Multimedia-Show, die mit Hilfe von Filmen, Videomapping und vielen historischen Informationen eine weit entfernte Welt wieder zum Leben erweckt. Die Geschichte des außergewöhnlichen Lebens von Julius Caesar darf natürlich nicht fehlen. Die aufregende Reise endet direkt vor der Kurie, dem Sitz von Caesars Senat, dem einzigen noch erhaltenen Gebäude. Die Touristen zeigten sich begeistert. It was amazing, really beautiful. It just made you feel like you're part of times gone by. I just love the fact that you could actually imagine as if you were really there back then. It was really good. Did you like the visit? Так, мені дуже, звісно, сподобалось, тому що я зі школи дуже люблю Римську імперію, я захоплювалась завжди Юлієм Цезарем, тому, звісно, мені дуже сподобалось. Я багато фактів не знала, і я про них дізналась сьогодні, тому круто. Me encantó. Padrísimo. Super constructiva, educativa y real. La tecnología ocupada, el lugar, piedras, cómo reviven las piedras, es increíble. Das Ergebnis überrascht nicht nur ausländische Touristen, auch Römer und Italiener sind sprachlos. Le è piaciuta la visita? Tantissimo, quasi emozionante, no, quasi con le lacrime, erano tantissimo che la volevo vedere, sono stata veramente soddisfatta. Qual è la parte che hai apprezzato di più? Tantissime cose che non sapevo veramente della storia di Roma e di Cesare, tantissime cose sulla scuola soprattutto, tantissimi dettagli, impressionante, cose che magari non ci neanche ci insegnano, ma ho scoperto tante cose oggi. Grazie, buon lavoro. Grazie. Ah, perché poi in inglese si